Eingediegene Satterbüro und herzlich willkommen, werte Ladies and Gentlemen, zu einem, was ist das überhaupt? Audio, kein Video, der Typ ist auch wieder da, dachte der, dann gibt's eh nicht mehr. Ja, im Titel konnte er auch schon lesen, willkommen hier zu einem neuen, kleinen, vielleicht längerfristigen Projekt, vielleicht entwickelt sich da auch was Nettes, ich hätte auf alle Fälle Bock, das ist mal ganz klar, sonst würde ich es nicht machen und ja, das ist hier der erste Versuch eigentlich zu dem Ganzen. Willkommen hier zu meinen Podcasts am Montag. Geben wir dem ganzen Ding noch einen Namen oder belassen wir es bei einfach der Podcast zum Montag? Ich weiß es noch nicht genau, das wird einfach die Zeit zeigen. Ich würde sagen, da lassen wir uns einfach überraschen und ja, um was wird es da gehen? Das sollte einfach ein jetzt, Video ist ja blöd gesagt, ja, es ist einfach ein Podcast, setzt euch hin, hört mir einfach zu und könnt auch natürlich, um den ganzen Sachen einen Sinn zu verleihen und nicht hier nur, damit ich eine Beschäftigung habe, weil ich anscheinend sonst immer zum Reden habe, nein, so ist natürlich nicht. Ihr dürft natürlich gern eure Gedanken, Meinungen, Feedback etc. in den Kommentaren dazu teilen. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig und müsst ihr fast ja machen, sonst würde das ganze Projekt hier ja keinen Sinn ergeben. Was gibt es hier sonst noch zu sagen? Ja, ich würde einfach behaupten, wir starten mal los und ich hoffe, in Zukunft kann ich mir auch immer ein paar Themen rauspicken, gerne von euch vorgeschlagen, gerne, wie soll ich sagen, von euch eingesendet, jetzt blöd gesagt, vielleicht richte ich da mal irgendwas auch ein, ich weiß es nicht genau, schauen wir mal, wie gesagt, ich mache das einfach, ja, ich arbeite einfach drauf los und wie es halt kommt, so kommt es. Ganz easy. Der Titel, meine Rückkehr. Ja, erstens mal schön, dass ich jetzt wieder mal hier bin auf meinem Kanal. Schön, dass ihr noch immer da seid und hier nicht abhaut. Das freut mich natürlich mega. Und zwar natürlich, damit der Podcast sich auch am Kanal orientiert, geht es ja natürlich auch um Gaming. Das würde natürlich sonst hier keinen Sinn machen, wenn ich irgendwie über Musik quatsche oder keine Ahnung, was mir die Woche passiert ist, wie es mir beim letzten Stuhlgang ging. Nein, das ist natürlich hier nicht Sinn der Sache. Ja, weil es einfach aktuell für mich gerade passt und ich hier gerade wieder den Ehrgeiz bekommen habe, rede ich jetzt mal ein bisschen über World of Warcraft. Ich weiß, World of Warcraft ist natürlich jetzt hier kein Hauptbestandteil auf meinem Kanal. Kam halt ein paar Mal schon, habe ich auch schon ein paar Mal quasi gebracht hier in einem Stream und so. Das liegt aber auch schon länger zurück. Ich habe jetzt auch echt lange nicht gespielt. Ich bin aktuell auch gerade nebenbei im Spiel ein bisschen online, laufe ein bisschen auf und ab. Von daher, wenn ich mal kurz eine, Hänge habe, ja, dann nehmt mir das nicht übel. Aber jetzt muss ich mal kurz mal noch dazwischen grätschen, was mir einfällt. Ich denke auch, es wäre in Zukunft auch sogar machbar, wenn ganz aktive unter euch dabei sind, wenn da ganz aktive mitmachen wollen und sowas eben auch cool finden, kann man ja natürlich auch in Zukunft miteinander, ja, in Teamspeak dann über ein gewisses Thema labern, diskutieren und das in den Podcast vielleicht auch weitertragen, weiter bereden, weiter zerteilen, zergliedern, was auch immer. Kommt ganz drauf an, auf eure Einsendungen, da freue ich mich natürlich sehr drauf. So viel wollte ich noch dazu sagen, aber schauen wir mal, wie gesagt, wie eure Begeisterung dazu ist. So, jetzt zurück zu World of Warcraft. Meine Rückkehr nicht nur hier am Kanal, sondern auch in World of Warcraft. Ich muss feststellen, ich habe da einiges verpasst. Jetzt hat mich wieder das Fieber ein bisschen gepackt. Ich hoffe, das hält jetzt auch an. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel an sich spiele ich ja, wie soll ich sagen, schon ewig eigentlich. Also es gibt kein Game in meiner ganzen Gaming-Lebenszeit, in meinem ganzen Gaming-Karriere, wird es blöd gesagt, dass ich schon so lange spiele, aktiv verfolge und eigentlich auch über eine sehr, sehr lange Zeit extrem darin Zeit verbracht habe, extrem viel Zeit investiert habe, muss man eigentlich sagen. Ist ja jetzt nichts Schlechtes, ich misse es nicht, um ehrlich zu sein, ich bin auch nicht darüber irgendwie enttäuscht oder, wie soll ich sagen, sauer, dass ich da so viele Stunden da reingebuttert habe, weil ich bin ja noch immer aktiv, ja. Aber ich muss sagen, es hat sich trotzdem auch einiges getan, ja, in den letzten Monaten, wo ich nicht online war. Ich hatte immer zwischendurch ein paar Mal so Pausen, ja, das eine Mal war vielleicht, das längste war glaube ich ein Jahr oder so, wo ich nicht online war, aber das ist
liegt auch schon eine Weile zurück. Das war mal irgendwo nach Kataklysmen. Das war genau, glaube ich, der Punkt, wo extrem lange wirklich nicht richtiger Content von Blizzard kam. Das war, glaube ich, allgemein auch für viele Spieler so eine Verschnaufzeit. Aber aktuell ist ja Blizzard da sehr bemüht. Und das muss ich auch wieder feststellen hier beim aktuellen Patch, der hier vor kurzem aufgespielt wurde. Ich weiß jetzt gar nicht, 7 Punkt. Jetzt muss ich mal kurz nachschlagen. Ich bin da echt richtig immer unvorbereitet. Ihr seht selber, das ist freie Schnauze, das Ganze. 7.2 oder so irgendwie. 7.2 irgendwas ist ja aktuell der aktuellste Patch. Okay, 7.2.0. Okay, ich dachte schon, da kommt irgendwo noch was hinzu, aber okay, ist in Ordnung, alles klar. 7.2.0. Ja, auf alle Fälle hat dieser Patch eine ganz, ganz wichtige Erweiterung ins Spiel gebracht. Natürlich jetzt hier für alle WoW-Fans nichts Neues, beziehungsweise einige sind mir da wahrscheinlich 3 oder sogar 10 Schritte voraus. Das Fliegen in World of Warcraft. Fliegen in Legion, Fliegen auf den verheerten Inseln. Das ist natürlich jetzt hier ein ganz, ganz großes Thema, was schon länger die Leute verfolgt haben. Da gab es ja immer den Pathfinder-Erfolg. Das war bei Draenor auch schon so. Und damals habe ich ihn mir relativ zügig geholt, noch just in time quasi. Aber diesmal hier hänge ich extrem weit hinterher. Ich habe auch die Klasse gewechselt von meinem Jäger auf meinen Paladin, weil ich irgendwie wieder Bock habe auf Nahkampf und nicht auf Fernkampf, muss ich ehrlich gestehen. Von daher ist natürlich sowieso hier ein bisschen doof, weil ich jetzt erstmal ein bisschen Equipment farmen muss, dass ich sagen kann, um hier reinstarten zu können. Aber ihr merkt selber, der Podcast, ich schweife da gerne weit aus, weil wir ja genügend Zeit haben. Von daher versuche ich das auch in Zukunft beizubehalten, dass wir da wirklich ausführlich darüber quatschen können und Glücksack bis ins kleinste Detail gehen können. Wäre natürlich cool, ich meine, für was wäre es sonst ein Podcast? Ja, und jetzt habe ich mal ein bisschen mit dem Paladin aufgeholt und jetzt bin ich noch nicht ganz auf demselben Stand wie mit meinem Jäger. Equipment-technisch bin ich voraus jetzt im Vergleich zum Jäger, aber halt Quest-technisch nicht. Mir fehlen noch ein paar. Wie gesagt, ich bin da extrem weit hinterher, weil ich eben für 7.2.0, ich habe nicht mal den Pfadfinder Teil 1. Das ist natürlich jetzt sehr ein Fachgerede, aber bleibt dran. Es gibt definitiv auch andere Themen in Zukunft, beziehungsweise vielleicht kann ich hier noch ein weiteres Thema einbauen in diese Folge. Ja, und jetzt fehlt mir halt einfach schon mal der Teil 1, der ja den größten Aufwand darstellt. Ich habe mich jetzt schon mit ein paar Spielern unterhalten, mich ein bisschen umgeguckt in-game. Und ja, ich sage, jeder Teil 1 ist definitiv der meiste Aufwand, wo man auch bei Teil 2 beim Pathfinder-Erfolg ja auch die neue Fraktion Legionsrichter auf respektvoll oder sogar ehrfürchtig, ich bin mir jetzt unsicher, weil ich eben noch nicht so weit bin, farmen muss, ist definitiv viel Arbeit. Nachzüchtigen farmen ist auch viel Arbeit, logischerweise, aber Suramar-Questen und Teil 1, das gehört ja dazu, eben die Suramar-Quest-Reihe für den Teil 1. Man braucht ja dann die Nacht, den Suramariter, ja, aber ich brauche da gar nicht eingehen, da wisst ihr ja eh mehr wie ich. Wahrscheinlich könnt ihr selber schon fliegen und wenn ihr mich irgendwo laufen seht, nehmt mich doch einfach mit. Lasst mich aufsitzen, ich bin gerade momentan der größte Assi hier, weil ich nicht fliegen kann. Alle meine Kumpels, also auch Real-Life-Friends, die WoW spielen, sind da viel, viel weiter als ich. Ja, wie gesagt, liegt auch an der Pause. Ich muss auch sagen, ich bin überrascht hier. Habe selber erst gerade vor kurzem Gul'dan über den Schlachtzugsbrowser das erste Mal gelegt. Ja, ist jetzt selber. Ich bin dann hinke eben nicht nur storytechnisch hinterher, sondern auch spieltechnisch. Ja, ich bin wieder mal erstaunt, wie genial eigentlich ein Endboss gestaltet ist, aber darauf jetzt eingehen würde natürlich keinen Sinn machen, weil es ja schon was Neueres gibt. Aber wie gesagt, ich fand es ganz cool, lasst mir da mal eure Meinungen dazu da, wie ihr das so aufgefasst habt. Ja, wie findet ihr, haben sie das Ende an sich jetzt hier gestaltet von Gul'dan? Ist das vergleichbar mit Lich King? Ist das vergleichbar mit anderen Bossen wie Todesschwinge und Co.? Ich fand den Endfight ja da ziemlich cool in der Nachtfestung. Ja, das würde mich mal interessieren. Das ist jetzt natürlich die erste Frage an euch. Ja.
Überhaupt, sind hier überhaupt welche, die WoW spielen? Da muss man ja eigentlich mal ganz zurückgehen. Wie gesagt, wie ich zum Beginn schon erwähnt habe, World of Warcraft ist ja eigentlich ja kein Game, was hier bei mir im Kanal sehr oft kam. Aber ich will das echt schon sehr, sehr lange machen, um mehr World of Warcraft in meinem Kanal zu bringen, wieder mehr das Spiel zu spielen, weil einfach ich trotzdem ein riesiger Fan der Serie bin, des Games an sich, und ich das eben schon extrem lange verfolge und lange spiele. Und es wirklich immer nach einer gewissen Weile einfach vermisse, wenn ich hier nicht mehr online bin in Azeroth. Klingt dämlich, ist aber halt einfach wirklich schon eine langjährige Beziehung zu dem Spiel, die ich da aufgebaut habe, die mir trotzdem auch wichtig ist. Es hilft nicht. Ich kann mich zum Beispiel leicht davon, blöd gesagt jetzt, weil es mir einfällt, von Ghost Recon Wildlands trennen, was ich auch viele Stunden gespielt habe, oder von Call of Duty Black Ops 3 oder so, wo ich auch viele Stunden investiert habe, weil ich weiß, da kommt quasi nichts mehr. Irgendwie, jetzt blöd gesagt, ja, abgesehen von DLCs, ja, was ihr hier bei World of Warcraft mit Addons deklariert ist. Aber ich finde immer, die Tiefe macht's aus, ja, und da hat dann einfach World of Warcraft definitiv die besseren Karten, ganz klar. Ja, mich hat der Ehrgeiz gepackt. Ich hoffe, ich, wie gesagt, es halt an, jetzt blöd gesagt, und, ich kann mich da wieder ein bisschen besser reinlernen, beziehungsweise ich komme auch wieder auf den aktuelleren Stand, ja, weil das fängt ja eben bei einer Artefaktwaffe an und hört eben auch bei ganz banalen Dingen wie Fliegen auf, obwohl Fliegen ja ein großer Aufwand ist, sich das zu holen. Von daher eh nicht so ohne, jetzt blöd gesagt. Jetzt muss ich hier kurz mal nachdenken, was ich eigentlich noch reden wollte. Ja, genau. So viel mal zu World of Warcraft. Ich sagte jetzt gerade, dass ich hier hoffentlich wieder mehr Bock habe und auch das Spiel hier mehr bringen würde, beziehungsweise eben Lust darauf habe, es mehr hier auf dem Kanal mit einzubinden. Es wird hier kein kompletter World of Warcraft Kanal, davon gibt es zu viele, beziehungsweise ich liebe auch ja andere Spiele. Ja, aktuell habe ich mir auch, um es da gleich mal anzumerken, Forza Horizon 3 gekauft. Von daher, wenn jemand wieder mal Bock auf ein Rennspiel hat oder so, wird es sicher mal wieder irgendwo geben. Das ist definitiv eine Option. Und ja, ihr wisst, aktuell Sommerloch, Freunde. Ich meine, was soll man da großartig sagen? Es wird sich der andere sicher jetzt irgendwo auch eine Beschäftigung gesucht haben bei dem Spiel, wo er einige Wochen jetzt investieren kann, wo es nicht gleich mal langweilig wird, weil er eben genug zu tun ist. Ja, und das ist eben das Sommerloch. So füllt man das aus. Aber natürlich ist jetzt World of Warcraft kein Lückenfüller für mich. Nein, aber im Herbst wird es definitiv wieder interessant. Im Herbst wird er definitiv wieder aktiver sein. Ihr dürft mir aber, wie gesagt, auch jetzt hier an der Stelle gerne mal unten mit dem Hashtag schreiben, bin da. Würde mich natürlich interessieren, wer bis zu dieser Stelle durchgehalten hat. Und auch dazu darf auch gerne natürlich dazu schreiben, auf welche Spiele er sich freut im Herbst. Ja, oder was zockt er aktuell übers Sommerloch? Wo hat jemand irgendwo alte Spiele ausgegraben? Weil er einfach weiß, im Herbst kommen so viele neue Titel. Ich habe mir echt schon eine Liste zusammengefasst, habe mir schon aufgeschrieben, Datum eingetragen im Kalender, wann was wo kommt. Und ja, so viel dazu. Ich möchte natürlich auch hier erwähnen, bezüglich Landwirtschaftssimulator, weil das trotzdem immer noch ein großer Bestandteil meines Kanals ist. Und ihr merkt selber, da auch irgendwie ein bisschen, ja, die Stimmung gut ist, aber die Motivation irgendwie nicht mega groß ist bei uns allgemein im Team. Ich weiß, einige meiner Teamkollegen, falls ihr das hören sollt, ich möchte euch da nichts unterstellen. Ich weiß, viele von euch sind da immer noch motiviert, so wie ich zum Beispiel immer noch im World of Warcraft motiviert bin, seid ihr noch eben im Landwirtschaftssimulator motiviert. Was mich natürlich mega freut, dass mich dann meine Jungs stellenweise auch schon ja mal angerempelt haben und gesagt haben, ach komm, mach mal jetzt und dann passt's, oder auch eben mir Vorschläge gegeben haben, für die ich einfach immer wieder dankbar bin. Aber ja, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, wie lange Landwirtschaftssimulator jetzt noch hier aktiv sein wird, jetzt blöd gesagt. Es ist irgendwie so, ich muss trotzdem immer wieder investieren. Mein ab und zu steuert auch ein aus dem Team ein paar Euro zum Server dazu, oder eben auch, wenn jemand von euch lieben Zuseher und Zuseherinnen im Livestream ein paar Euro springen lässt, die lasse ich ja immer beiseite, ja, und um da wieder mal das zu refinanzieren in den Server rein. Aber der Server kostet einfach trotzdem ein bisschen mehr, als momentan da Feedback zurückkommt. Ja, es kommt nicht wurscht, ob jetzt unabhängig davon von den Euros, ja. Aber ich meine auch mit Feedback nicht nur Geld, sondern auch
Klickzahlen, ja, Aufrufe, eure Motivation anhand von Kommentaren und einfach, wie sich das Ganze ein bisschen entwickelt, sozusagen. Da habe ich bessere Zeiten erlebt, da kenne ich euch da draußen anders. Dass das definitiv auch am Sommer liegt, das ist mir auch bewusst. Ich selber habe aktuell auch nicht so viel Lust zu spielen. Es ist gerade jetzt hier das letzte Wochenende ein bisschen intensiver wieder gewesen. Aber wenn es draußen schön ist und heiß ist, ich habe jetzt einen Pool, habe mir einen Pool gekauft, Freunde, da bin ich einfach draußen. Das hilft einfach nicht. Ich bin irgendwie nicht mehr so dazu zu begeistern, auch beim schönsten Wetter hier drinnen zu sitzen. Ab und zu soll es vorkommen, ja, ab und zu mache ich das auch, kurz irgendwie wo was ein bisschen vielleicht vor der ärgsten Sonne zu verstecken, jetzt blöd gesagt. Aber so grundsätzlich im Sommer ist irgendwie für mich immer der Motivationsgrad zu, gerade wie es bei uns jetzt ist, am Sonntag aufzunehmen im Team abends, obwohl Sonntagabends dann im Sommer meistens irgendwo noch gemütlich ist auf ein Bierchen oder so, was auch immer, ja, da ist einfach, das passt halt einfach irgendwie nicht aktuell. Wir haben auch jetzt beschlossen, im Lounge Simulator wahrscheinlich eine kleine Sommerpause zu machen, vielleicht so einen Monat oder so, das ist nichts Neues, das kennt ihr ja, das haben wir schon mal gemacht letztes Jahr. Von daher seid nicht traurig, wenn da mal in nächster Zeit nicht sehr viel kommt oder nichts kommt am Dienstag eben. Aber da wird es bestimmt auch noch, wie soll ich sagen, Alternativprogramm geben an den einen oder anderen Tag. Ja, nicht immer, aber an den einen oder anderen Tag werde ich mir da schon sicher was einfallen lassen, um es nicht komplett leer zu lassen. Weil gerade wenn ich jetzt hier am Montag so jetzt so ein Podcast-Projekt beginnen möchte, würde ich natürlich nicht die anderen Tage auch komplett sterben lassen und dann über den Sommer nur montags was bringen. Das wäre natürlich auch scheiße. Es ist relativ ruhig geworden am Kanal die letzte Woche und die letzten zwei Wochen, muss man schon eher fast sagen. Ja, auch Livestreams sind ausgefallen. Wenn es zu heiß ist, wie es vor kurzem war, da habe ich überhaupt keine Lust zu streamen. Da ist einfach bei mir unausstehlich. Ich habe mein Zimmer unterhalb vom Dachgeschoss und da ist einfach kein Hindenken auf Stream. Ihr wisst gar nicht, wie so ein Stream anstrengend sein kann. Es ist auch hier die Beleuchtung beim Stream und dann der PC dazu liefert eine Hitze ab. Ja, da bin ich. Also da könntet ihr mich fast schwitzen sehen im Stream, jetzt blöd gesagt. Natürlich hier weder cool noch schön anzusehen. Also von daher, seid da nachsichtig, wenn ich da aktuell eben etwas, ja, schleißiger bin, jetzt blöd gesagt, schlampiger, um den ganzen Namen zu geben, ne? Nun gut, Freunde, ich möchte es auch an der Stelle wieder gut lassen. Ich weiß, so Podcasts gehen stellenweise sogar bis zu einer Stunde, aber ich möchte das hier jetzt mal fürs Erste trotzdem beschränken. Ich weiß, ein zweites Thema ist jetzt hier natürlich ein bisschen überflüssig, weil eigentlich ja Thema Kanal, ja Thema Spiele und kurz mal World of Warcraft angeschnitten, was jetzt aktuell passt. Das, glaube ich, reicht fürs Erste auch mal. Wer hier wirklich jetzt noch dran ist, kann ja mal unten Hashtag Ende schreiben und mir mal die Meinung zu dieser Idee dalassen, ja, zu diesem Format, einfach mal zu sagen, hey, ich finde das cool, ich muss nicht immer nur visuell mit einem Video unterhalten werden, ich mache auch gerne mal so einen Podcast an, lehne mich zurück, spiel nebenbei irgendwas, lass deinen Podcast laufen, hör dem einfach zu, würde mich natürlich freuen. Schreibt mir irgendwas, wenn ihr dazu eine Meinung habt, oder denkt ihr euch, nee, keine Ahnung, interessiert mich weniger, ich brauche sowas jetzt nicht unbedingt, oder könnt auch gerne schreiben, Domi, bist du dir sicher bei so einem Podcast, was auch immer, sprechen wir darüber ganz offen, würde mich echt interessieren, scheut euch nicht, unten in den Kommentaren, da wird jetzt hier niemand zur Sau gemacht, wird hier niemand ausgelacht, und das hat sich sogar gereimt, na schön, von daher, wem es gefallen hat, darf natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr, sehr freuen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, nicht vergessen, Ideen, Vorschläge, Feedback unten in die Kommentare, let's go, und ich bin raus, und verabschiede mich und sage einfach tschüss, ciao und bye bye.